Hallo und herzlich willkommen zu Emma aus. Ich habe Ihnen einen Psalmvers heute mitgebracht, Psalm 57, Vers 9. Da heißt es: Wach auf, mein Herz, Harfe und Laute, wacht auf, denn heute will ich die Sonne wecken. Wach auf, mein Herz, so starten mehrere Psalmen in der Bibel. Kennen Sie folgende Situation auch? Sie wollen etwas tun, aber ihnen fehlt die Lust. Sie brauchen irgendwie einen Anstups, einen Ruck, einen Kick. Ja, und sie müssen sich irgendwie selbst motivieren. David sagt hier: Auf, mein Herz. Er sagt: Ich will schon, ich will die Sonne wecken, ich will Gott heute Morgen loben, ich will es, aber mein Herz muss nachkommen. Auf, mein Herz, auf, leg los, mein Herz. Paulus hatte auch schon gesagt: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also wenn Sie so gestrickt sind wie ich, dann kennen Sie dies ganz genau. Dann wissen Sie, was es heißt, nicht immer Lust am Bibellesen zu haben. Dann wissen Sie, was es heißt, an manchen Tagen, dass Ihnen da tausend andere Dinge einfallen, die Sie viel lieber tun würden als Bibellesen. E-Mails abrufen, die Post aufmachen, neue Kataloge anschauen, shoppen gehen, Fernseh gucken, vielleicht Fenster putzen, wäre nicht so meins. Das Auto waschen, wäre auch nicht meins. Vielleicht mal gar nichts tun. Alles in sich nicht falsch. Aber was können wir tun, wenn wir keine Lust zum Bibellesen haben, was für unser Leben so wichtig ist? Wie können wir uns selbst überlisten, uns antreiben? Wie können wir unser Herz einen Ruck geben? Hier einige Lösungshilfen für Sie heute. Erstens, gestehen Sie einfach ein, dass Sie keine Lust haben. So etwas kann durchaus passieren. Mal hat man viel Lust, man ist total motiviert, hochmotiviert, und mal hat man weniger Lust bis keine Lust. Es gibt Tage, an denen man viel liest, lange liest, begeistert ist. Und es gibt Tage, wo man wenig liest, ganz kurz betet und wie gestresst und geschoben von hinten aufsteht und ganz andere Dinge tut. Mal liest man mit richtiger Neugier, man geht dran mit einem Hunger, man lechzt nach Gottes Wort, man hat richtig Appetit, und mal nicht. Es ist wie beim Essen. Aber wenn wir auf Dauer nur mal hier und dort ein bisschen hier mal essen und mal ein bisschen da auf die Schnelle, auf dem Durchgang oder im Stehen und dann vielleicht auch immer wieder dasselbe, ja, irgendwann werden Mangelerscheinungen auftreten. Man wird nie stehen bleiben als Christ. Ohne Gottes Wort werden wir merken, dass die Dinge wieder bergauf gehen in unserem Leben. Ich weiß, wo ich mal von einem Tag auf dem anderen nicht mehr die Bibel gelesen hatte. Aber diese Tage wurden zu Wochen. Und nach einigen Monaten merkte ich, dass die alte Doris wieder aufgetaucht ist. Und das hat mich erschrocken, aber auch gefreut zu sehen, dass Gott eigentlich durchs Bibellesen ganz viel an mir getan hatte, Gutes getan hatte. Das hat mich so motiviert, weil die alte Doris, die wollte ich und will nicht wieder werden. Und reden Sie ganz ehrlich mit Gott darüber. Sagen Sie ihm, dass Sie keine Lust zum Bibellesen haben. Dann sind Sie automatisch schon im Gespräch mit Gott. Und auch darüber freut er sich. Anstatt dass Sie sonst wo jammern, sagen Sie es Gott. Er wird Ihnen helfen. Und bedenken Sie die Bedeutung des Wortes Gottes. Ganz neu. Es bietet uns die notwendige Grundlage unseres Glaubens. Glauben ohne Gottes Wort ist einfach nicht möglich. Es gibt uns Orientierung, Halt, Führung, Sicherheit, Trost. Eine Bekannte, die ihren Mann verloren hatte, war so erstaunt, welchen Trost sie in Gottes Worte fand. Sie klebt jetzt an Gottes Worte. Sie ist so froh, dass sie Gott kennt, wo sie jetzt ganz alleine lebt. Gute Gewohnheiten überlisten Lustlosigkeit. Gerade dann spricht Gott oft zu uns. Ich musste auch einige Vorträge schreiben und dafür auch bestimmte Bibeltexte lesen, und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust. Und ich wusste auch nicht wirklich, wo ich anfangen sollte, wie ich diese Vorträge anfangen sollte. Und da habe ich gedacht, ich lese jetzt erstmal die Bibel. Vielleicht kriege ich da denn ein bisschen mehr Lust.
Und ich lese die Geschichte in Sephania, wo das Volk Gottes in Jerusalem war und der Tempel war in Trümmern und sie sollten den neu aufbauen. Und es war so schlimm, sie wussten gar nicht, wo sie anfangen sollten. Sie waren so entmutigt. Sie sagten, es wird nie wieder so schön, wie es einst war. Und sie waren irgendwie gelähmt. Und Gott sprach einfach und sagt, Zerubabel, fang an, sowieso. Fang an. Du fang auch an. Ich bin doch bei ihr, bei euch. Ich stehe euch zur Seite und ich helfe euch. Dreimal stand, geh ans Werk. Und ich wusste, ich soll einfach mal dran gehen, wie die Doris gestrickt ist. Und ich habe diese Vorträge in den Tagen geschrieben. Ja, und überlegen Sie mal, gibt es irgendetwas, das Sie blockiert, dass Gott zu Ihnen reden kann? Dass sie vielleicht nichts fühlen, nichts gewinnen, kein Gewinn daraus ziehen können. Ist da irgendetwas, was zwischen ihnen und Gott steht? Alles, was uns vom Bibellesen abhält, kann nicht gut sein, ist nicht gut. Und manchmal kann es sogar Sünde sein. Und noch ein letzter Tipp. Vielleicht ist es mal dran, dass sie den Ablauf ihrer stillen Zeit einfach über den Haufen werfen, mal ganz was anderes machen. Dass sie vielleicht ihre Zeiten ändern, den Ort, wo sie mit Gott reden, das Material. In jeder neuen Lebensphase entpuppen sich auch oft ganz neue Möglichkeiten, auch was die Zeit, der Ort und das Material betrifft. Und manchmal können sie auch so lange weiterlesen, mache ich auch manchmal, dass ich über das, was vorgegeben ist in dem heutigen Andachtstext, dass ich da weiterlese, bis ich auf ein Wort oder ein Gedanke Gottes Stoß, das mich wirklich anspricht. Und dann höre ich da auf und mache mir darüber Gedanken. Das kann manchmal nach zwei Sätzen sein. Das kann manchmal erst nach zwei Kapiteln sein. Und auch wenn mich mal gar nichts anspricht, ich darf wissen, es sind Informationen, die Gott höchstpersönlich ausgesucht hatte für die Bibel. Alles, was da reingeschafft hat, ist für mich wichtig. Auch wenn es mich heute nicht anspricht, wenn ich es lese, ist es in meinem inneren Computerrechner gespeichert. Und Gott sagt, der Heilige Geist kann diese Informationen zur rechten Zeit hervorrufen, sodass ich Hilfe habe, Führung habe, Trost habe. Mir fallen dann die Dinge ein. Ist auch schön, immer wieder christliche Lieder zu hören, Psalmen, die gesungen worden sind, biblische Texte, die musikalisch sind, die bleiben auch oft hängen, die können Sie auch hören. Ich hoffe, diese Tipps haben Ihnen einen kleinen Ruck gegeben, mehr Spaß am Bibellesen zu haben, denn die Stille vor Gott ist die Quelle, aus der Lebensqualität fließt. Wach auf, mein Herz! Harfe und Laute, wacht auf, denn heute will ich die Sonne wecken.